Gott sei Dank singen alle. Mir ist so eingefallen, wenn ich nur wüsste, was der Herr von mir will. Ja, das fragen wir uns doch manchmal. Was will der Herr echt von mir? Was soll ich tun in der Nachfolge? Was ist meine Aufgabe? Was kann ich tun? Was soll ich tun? Nicht jeder ist ein Pastor, nicht jeder ist ein Evangelist, nicht jeder ist ein Missionar, nicht jeder ist, ja, was sollen wir nun tun? Was ist unsere Aufgabe? Unsere primäre Aufgabe ist, das Wort Gottes zu verkünden, ob wir weit weggehen oder nah. Unsere primäre Aufgabe ist es, zu beten. Betet ohne Unterlass, heißt es. Unsere primäre Aufgabe ist es, die guten Taten, die der Herr an uns getan hat, das Gute, was er an uns getan hat, zu verkünden. Unser Zeugnis. Lasse von niemandem dein Zeugnis irgendwie klein machen. Der Herr hat ein Wunder an dir getan. Und du bist ein Wunder Gottes. Du bist wiedergeboren. Das beinhaltet natürlich vieles, dass du dann nach dem Wort Gottes auch lebst. Ja. Dass du das Wort Gottes... Ja. Dass du das Wort Gottes auf jeden Fall... Jetzt. Dass du das Wort Gottes über alles hoch haltest in deinem Leben. Höchste Priorität. Ja. Das ist das Wichtigste. Wenn du das Wort Gottes nicht in deinem Herzen und deinem Munde hast, wirst du es nicht schaffen. Ja? In dieser Weltzeit vor allem, da geht es nicht. Und es war auch schon zu den Zeiten der Apostel so. Es ist genau gleich schlimm, könnte man jetzt sagen, aber bei uns, in unserer Weltzeit, ist es noch eine ganze Spur schlimmer. Ja? Weil die Verführung da ist, und zwar auf eine extremste Art und Weise. Und darum müssen wir stets nach dem Wort Gottes trachten, da auf dies schauen. Das Wort Gottes sollte die Leuchte unseres Fußes sein, ja? Es soll uns den Weg erleuchten. Wir sollen es darin erkennen, ja? Das wollte ich so vom Herzen weiter sagen. Der Herr sollte uns stets die höchste Stelle in unserem Leben haben. Und somit das Wort Gottes, ja? Sonst gehen wir Irrwege. Einer hat in dem vorigen Kommentar etwas geschrieben, das ich auf der Stelle löschen musste. Einer, der komplett in die Irre geht. Und ich dachte, dem geht es besser. Ja. Der folgt jetzt irgendeinem, der sich Prophet nennt, dem TB Joshua. Ja. Diesem, ja, der Herr soll über ihn richten. Aber er bringt sehr viel Fluch über viele Menschen. Ja. Nennt sich selber Prophet Gottes und so. Hab diesen Zaubershow und alles von ihm schon gesehen. Auch von anderen, deren Namen ich nicht einmal nennen will. Ja. Du gehst dann so mit Irrwege, wenn du den richtigen Weg eben nicht annehmen möchtest. Und der richtige Weg, weißt du, wie der aussieht? Ganz nüchtern. Gerade Wege. Die Wege des Herrn sind gerade Wege, heißt es. Also was für Wege wählst du? Den Weg des Herrn oder eigene Wege? Wenn du deine eigenen Wege wählst, bist du genau gleich dran wie die Welt. Ja? Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, heißt es. Der Wille Gottes ist, dass du das Wort Gottes befolgst, Täter wirst. Und das Wort Gottes sagt uns alles ganz klar auf, damit wir diesen Leitfaden für unser Leben haben. Damit wir es wirklich bis zum Schluss schaffen. Ja? Das Wort Gottes muss an höchster Stelle sein. Darum meine öftere Warnung. Ja? Darum gefällt es einigen vielleicht nicht, wenn ich so warne, vor der Finsternis, die um uns herum ist. Ich gebe dies weiter, was ich sehe. Jetzt gerade bin ich sehr, sehr weit weg von zu Hause, aber über das mache ich noch separat Video. Ich bin extrem weit weg. Ich bin jetzt fast 5 Stunden mit dem Zug gefahren. Der Grund dafür ist ganz klar nicht die Aussicht, obwohl die Aussicht... Ich kann sie nicht beschreiben, auf Linse kriegst du so etwas nicht. Aber hierher, da oben, hierher, da ist ganz sicherlich noch niemand gewesen. Ja? Und dieser Ort ist ganz etwas Spezielles. Und mich drängt es in meinem Herzen, dahin zu gehen. Ja? Und auch andere Orte, die noch ganze Spur weiter weg sind. Ja? Weshalb treibt es mich aber dahin? Ja.
weil ich möchte, dass sie die Wahrheit erfahren. Jesus Christus. Ja? Die Wahrheit. Sie dürsten danach. Ja? Sie wollen es wissen, aber sie wissen nicht, wo sie suchen sollen. Sie suchen an falscher Adresse. Und viele Nachfolger Jesus Christus machen das ganz genauso. Sie suchen an falscher Adresse. Das Wort Gottes zeigt uns alles ganz klar auf, was wir tun sollen, wie wir leben sollen. Sollen wir Täter des Wortes sein oder nur einfach nur Verkünder? Ja? Sollen wir noch das Weltliche hineinmischen in unser Leben oder doch in der Heiligung, in der Absonderung leben? Ja? Das sollte jedem Einzelnen noch einmal und noch einmal zu denken geben, auch wenn du da, weiß ich, wie lange hineingewachsen bist. Weißt du, das Wort Gottes, je öfter du das liest, und ich hatte unterwegs unfassbar viel Zeit. Ja? Ich hatte sehr viel Zeit zu beten, sehr viel Zeit Bibel zu lesen und durfte viel, viel lesen. Und ich habe gemerkt, es ist, als ob ich es nie gelesen hätte. Ja? Es geht bis zum Schluss weiter, das ist das Wort Gottes, das ist lebendig Wort. Es wird nie langweilig. Ja? Es geht immer noch eine Schicht tiefer. Aber nur dann. Ja, und das nur dann, wenn du den Willen Gottes tust, an ihn glaubst, an den Retter der Welt und ihm nachfolgst. Selbstverleugnung. Ja, das hat viel mit der Nachfolge zu tun, die Selbstverleugnung. Weil mit dem fängt es eigentlich an, dass du Täter des Wortes sein möchtest und nicht nur Hörer. Dass du dich abgrenzen und absondern lässt vom Herrn. Nicht durch Menschen, vom Herrn. Von allem, was dich beschmutzen könnte, von allem, was dich in der Nachfolge zu Sturz und zu Fall bringen könnte. Du sonderst dich von allem ab, was der falschen Lehre angehört. Du wirst dies alles selber verneinen und zurücklassen und weitergehen, wo der Heilige Geist dich auch hinführt. Dazu musst du in enger Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Ja? Dazu musst du ins stille Kämmerlein gehen. Und dazu musst du diese Gemeinschaft den ganzen Tag hindurch behalten. Augen und Ohren genauso auch offen halten, ja. Rund um dich herum mit offenen Ohren und offenem Herzen und offenen Augen des Herzens herumschauen, was da um dich herum geschieht. Weil der Feind ist um uns herum. Er kann uns nichts tun, aber gibt Situationen, wo er uns sehr, sehr nahe kommen kann. Wie ich ja auch öfter schon berichtet habe. Er kommt da sehr nah. Und da musst du gut aufpassen, wie du reagierst und was du dann tust. Wenn du das Wort Gottes nicht im Herzen und im Mund hast, bist du unbewaffnet. So ist es. Halte dich ganz und gar fest am Herrn Jesus Christus. Halte dich ganz fest an der Bibel, am Wort Gottes. Halte es ganz fest. Lass es an höchster Stelle sein in deinem Leben. Wo du auch bist, wo du auch hingehst. Sollte dich motivieren und auch ermahnen. Ja. Folge nicht den Menschen, folge dem Herrn Jesus Christus. Bitte den Herrn, dass er dir Menschen an die Seite stellt, mit denen du gemeinsam ins Gebet gehen kannst, in die Gemeinde gehen kannst, wo der Herr dich auch hinführen möchte, wo es auch sein sollte, die Entfernung sollte keine Rolle spielen. Ja? Mein früherer Pastor von der charismatischen Gemeinde war zwar charismatische Gemeinde, aber er hat gesagt, in Brasilien hat er auf sich genommen, glaube ich, 5 Stunden hinweg, ja? Und wieder zurück. 5 Stunden hinweg und wieder zurück, nur für den Gottesdienst, um den Gottesdienst zu leiten. Das hab ich nie vergessen. 4 oder 5 Stunden oder noch länger. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber 5 Stunden, glaube ich, war es. Ja? Und das in Brasilien, nicht in der Schweiz. Ja? Und das ist dann gewaltig. Also, was bedeutet dir das? In die Gemeinde zu gehen, ist kein Pflichtbesuch, sondern muss vom Herzen kommen. Das Wort Gottes, nach dem Wort Gottes zu trachten. Ja? Nach der Krone des Lebens auch. Den Lauf vollenden, nach dem Krone des Lebens sich ausstrecken. Das ist genau das, alles verbunden. Das Wort Gottes halten, Täter des Wortes sein, dem Herrn nachfolgen, den Lauf wirst du nur so vollenden können. Was ist es dir wert? Ja? Ist es eine Strapaze für dich,
Es wird anstrengende Passagen geben in der Nachfolge. Aber dieser Weg ist wunderschön und ist der einzige Weg und das ist herrlich. Weil wir wissen, unsere Suche ist zu Ende. Ja? Was ist es dir wert, in die Gemeinde zu gehen? Was ist es dir wert, dem Herrn nachzufolgen? Was ist das Wort Gottes dir wert? Ja? Was hat es in deinem Leben verändert? Das musst du immer wieder repetieren, in deinem Gedächtnis mal nach vorne holen. Was habe ich jetzt, was hatte ich vorher nicht? Ja? Ja. Amen, das wollte ich so sagen. Wie gesagt, wird einige Videos noch geben. Ich bin seit 3.10 Uhr wach und ich bin nicht früh schlafen. Aber der Herr gibt mir die Kraft und die Freude in Über- und Übermaß. Halleluja.